Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Telling Lies. Wir haben in der letzten Folge rausbekommen oder glauben rausbekommen zu haben, dass sie Michelle heißt. Und ich würde sagen, das testen wir gleich mal aus, indem wir mal gucken, ob das quasi das Gegengespräch zu dem hier ist. Los geht's. Michelle. It's nice to meet you, David. Do I not look like a Michelle? Ja, ist der Gegenpart zu dem, was wir in der letzten Folge Looks gesehen like haben. this. This. And it looks like that. It means a gift of God. No. No more questions. You already know too much. Okay. Yes. I would like that. Okay. Ja, vielleicht wird es noch relevant. Ich glaube es fast nicht, aber ich würde es mal gern mit dazu nehmen. Okay. How are you, Michelle? Hier ist er schon verletzt. Good. How do you do it? I don't, how do you put so much of yourself out there for these strangers? It's not Michelle. You know, we always use our real first names just in case we freeze up, you know, in an intense situation where we run into somebody we know. But I guess it's different for women when it comes to sex. When did you sell real estate? This was in France? Like you.
You know, maybe if I keep liking you, maybe you tell me your real name. I gotta go. Okay. Sie heißt also gar nicht Michelle. Was sie ihm geantwortet haben könnte, weil er irgendwas mit Fremden gefragt hat, Fremde, dann ist mir noch das Wort nackt in den Kopf gekommen. Man könnte noch nach Vorname bzw. Name gucken. Und sie hat im Immobiliensektor in Frankreich, Frankreich war ja auch noch ein Wort, was wir hier irgendwo mit drin haben. Hier unten, genau. Und was ich generell noch dachte, vielleicht sowas wie mag dich und ich hab dich lieb und so kommt öfters vor. Dass man sich das auch für irgendwas halt mal notiert. Ich würde gern Prinz mal suchen. Okay. Das sieht echt gruselig aus irgendwie. The bear is transformed into a handsome prince. Er erzählt der Tochter eine Geschichte. And the prince explains that the old man cast a spell on him a year ago after stealing his treasure, and with the dwarf dead, the spell is broken, and soon after, Snow White marries the prince, and Rose Red marries his brother, and everyone lives happily ever after. Watching her sleep. Was? Ich habe ihr beim Schlafen zugesehen. Ist jetzt vielleicht die Mutter? Also, ich denke, Mutter und Vater leben getrennt. Und Tochter und Vater haben jetzt geskypt und er hat ihr eine gute Nachtgeschichte zu erzählt oder sowas. Und jetzt kam, denke ich, die Mutter rein und hat das Pad genommen oder das Handy oder was auch immer, oder? Watching her sleep. You okay? Was? Yeah. Steven. Okay. Steven. Steven. Vielleicht der neue Mann der Frau. Oh, was? Fuck. Emma? Emma könnte die Frau sein. Was? Ja nun, ich habe mit niemandem geschlafen. Yeah. No, I am a special agent of the Federal Bureau. Of the Federal. Was bist du? Du bist ein Spezialagent. Okay. Spezialagent. Und special agent of the Okay.
Ich weiß nicht, ob es interessant ist, aber Federal Bureau of Investigation. Federal Bureau of Investigation, okay? No, just stop it, Emma. Stop it. I protect people. I protect people. Okay. Schützen. Okay. Ich weiß nicht, ob die blonde Frau und Emma die gleichen sind. Emma. Machen wir mal so. Steven, neuer Freund, denke ich zumindest. Steven, okay. Und beim Kind können wir mal suchen, zum Beispiel nach Bär oder Zauberer, wenn wir das rauskriegen wollen. Er hat von einem Zwerg erzählt, von Rosenrot und Schneeweißchen. Und es ging um den Schatz auch noch. Okay. Und, warte mal. Wo ist denn David Jones? Hier ist er. Er ist ein Spezialagent beim Federal Büro. Schreibt man das so? Also, so? Bureau? Ich denke mal schon. Auf Investigation. Und er hat das Wort beschützen genommen. Okay, dann gucken wir mal weiter. Did he would allow her to marry his son, the prince. But if not, he'd chop off her head, okay? Yeah, because he's a very severe king. Well, I mean, then she'll be a queen, and in the old days, most of the girls wanted to marry a prince, right? So, I like that. Anyway, the king, he locks the girl in a tower with a spinning wheel and a small pile of straw, and he says he's going to return in the morning, all right, to see if she has made the straw into gold. And the night passes, and in the morning, she's given up all hope, right, when all of a sudden, a little, small, strange man appears, okay? And he asks her if she has any wishes, and she says she wishes to turn the straw into gold, right? And so the imp says he can do such a thing, but first she must give him her necklace. So the girl gives up her necklace, of course, and the imp, he sits at this spinning wheel, and he starts to spin, and he spins, and he spins, and he spins, and he produces this pile of golden thread. And then there's this knock at the door, right? Because it's morning, and he just disappears, and the king comes in, and there's this small pile of gold, and he is amazed. The king is so amazed, but he's suspicious because he thinks this might be a fluke, you know what I mean? So he moves her to a second tower with an even bigger pile of straw. And again, same challenge. Spin the straw into gold by morning or off with your head. So the girl waits and waits all night long, and then again, just before dawn, that little imp appears, okay? And this time he demands her ring. So she, of course, she gives him her ring, and he spins the gold into straw, and then he disappears, and the king comes in, and there's this pile of gold, and the king is almost convinced. But for a final time, he throws her in a third tower with a huge pile of straw, and he says, you gotta turn this straw into gold, and he leaves. And yet again, just before dawn, that imp appears. But the girl, she doesn't have any jewelry left, right? So what's she gonna do? And the imp says, if you give me your firstborn child, I'll turn the straw into gold. And the girl, she's so terrified that she says, yes, of course, of course. And the imp, he spins the entire huge pile of straw into gold. And right before the king walks in, he disappears, and the king opens up the door, and he's so excited, he can't believe in it. He says, truly, you are magical, he says. That's his voice. And then the very next day, the girl, she's married to the prince, right?
And despite all the weirdness of this marriage, they actually really like each other. In fact, they fall in love. And 2 years later, that little girl, now a princess, is pregnant. Okay. Thank you for that. Now, in the summer, she gives birth to this beautiful baby daughter, okay? But her happiness about this new little girl, it's short-lived, because guess who comes back? The imp. The imp reappears and he says, I've come to collect my reward, he says. And the baby is mine. And the princess, she sobs and she offers him like all the riches in the kingdom. But he insists. He says, I want that baby. And she begs him, please, to... And finally, the imp says, okay. If you can guess my name within 3 days, you can keep the baby. But if not, the baby is mine, as we agreed. And he leaves, and the princess, she is distraught. I mean, she immediately sends all of her staff and her servants out into the kingdom to figure out this little imp's name. But by midnight of that first day, no one's been able to track down anything, or the creature, or his name. And the imp, he appears, and he asks her, what is my name? And she guesses, is it David? And he laughs. He says, no, 2 more guesses. And he leaves. And the next day, nothing. Nobody comes back with any information. And he arrives again at midnight. And she guesses this time, no, it's not. He says, no. Laughs the imp, okay? He says, no. And he leaves. It's not Stephen. And the next day, the princess is so upset because she doesn't know what to do. She only has 1 more guess, 1 more day. And so she leaves the baby with her servants and she just walks into the forest because she's so worried she's gonna lose her baby. And she wanders and wanders all day and into the evening. She wanders and suddenly she comes on a small clearing, okay? And a little field. And in that little field is a little tent, and in the center of it, there is a little small fire, and she hides. She hides behind a bush. And out of the tent, to her amazement, out comes the imp. And he's dancing around the fire, right? And he sings, today, today, plans I make. Tonight, tonight, the baby I take. The princess will never win the game, for Rumpelstiltskin is my name. And smiling to herself, the princess runs back to the castle because she heard his name. And that evening, the imp arrives, right? And he's kind of gloating, and he asks her his name. And the princess kind of looks at him, she's kind of pretending to be sad, and she gnashes her teeth a little bit. But then she looks him in the eye and she says, your name's Rumpelstiltskin. And the imp, his eyes bulge, and he looks like he's gonna burst, and his head goes, I mean, red. He shakes it like he's gonna explode, and all of a sudden it's... do you think he should? Okay, well, then Rumpelstiltskin ran away and he never came back. And the princess became queen, and her daughter grew up to be a wonderful queen in her own right, and everyone lived happily ever after. Yeah? Yeah. That's a good question. I don't know, maybe he was, lonely. It's just a story. You do? I guess. I mean, now that you mention it, most of the people in the story were bad. You would? Okay. Well, honey, I have to go out, I'm afraid, so
But hey, you got your glowworm, right? Oh, I love that name. That's a great name. All right, come here. Give me a kiss, real quick. Mwah. Love you, kid. Night, night. Okay, okay. Er hat uns Rumpelstilzchen erzählt. Da ist mir aufgefallen, wo ist denn das Kind? Hier ist das Kind. Genau, das Wort Schatz könnte in verschiedenen Sachen relevant werden, weil er sie auch Schatz nennt und er nennt sie neben Kind auch Kleine. Ups, meine Fresse, Kleine. Das könnte auch noch relevant werden. Sie hat irgendeinem Glühwürmchen einen Namen gegeben. Das muss man so auf jeden Fall nochmal reinziehen. Ich glaube, dass sie am Ende, als er gesagt hat, ach wirklich, sollte das passieren, dass sie gesagt hat, dass Rumpelstilzchen hätte explodieren sollen, seine Augen oder irgendwie sowas. Und dass sie irgendwas gesagt hat über das Versterben von den Leuten, ich weiß es aber nicht. Und dann sagte er, tatsächlich waren alle böse oder viele böse, deswegen würde ich das auch denken. Und dass sie was zum Verlieben und zum Schwangersein gefragt hat. Beziehungsweise zum Baby, weil er hat dann gesagt, danke für die Info, so ungefähr. Wie Kinder halt so manchmal sind. Und man könnte halt die ganze, wie süß hat er denn Rumpelstilzchen gesagt, oder? Man könnte halt die komplette Rumpelstilzchen-Geschichte auch nochmal suchen mit allen Sachen. Und er hat es Männchen genannt, was dort vorgekommen ist. Da hatten wir schon mal jede Menge Punkte, um nach dem Kind zu fragen. Und er hat zuallererst gesagt, dass die Prinzessin gefragt hat, ob Rumpelstilzchen eigentlich David heißt. Und danach hat sie vorgeschlagen Steven. Also war das auf jeden Fall die Tochter. Und Emma gehört zu Steven, also dem neuen Mann wahrscheinlich oder sonstiges. Vielleicht ist sie mit Steven sogar fremdgegangen, weil David hat erst so beteuert, dass er nicht fremdgegangen ist. Deswegen denke ich, dass es ihre Schuld ist. Und das Mädchen oder das Kind von den beiden halt eigentlich ist. Also gehören die nicht mehr zusammen. Jetzt ist die Frage, ich würde gerne gleich auch noch Steven suchen. Ach du Scheiße, das ist viel. Vielleicht ist Steven dieser Manager-Typ, vielleicht ist Steven aber auch jemand komplett anderes. Das können wir eigentlich suchen, Steven und Emma. Da kriegen wir bestimmt sehr, sehr viele Ergebnisse raus. Aber liebe Leute, das würde ich nicht mehr jetzt suchen wollen, sondern das machen wir einfach alles in der nächsten Episode von Let's Play Telling Lies. Bis dann. Tschüss.